Ja, Jenny hatte ja eben schon den Seetaler vorgestellt. Das war ja so ein Buch, was ich so unglaublich toll fand, das Ein ganzes Leben. Und das habe ich gelesen und es hat mich mit so einer kompletten Zufriedenheit zu allem gegenüber zurückgelassen. Ja, bitte. Also sehr zufrieden war ich da. Und ich hätte es ja eigentlich gern vorgestellt, aber Jenny hat es vorgestellt und dann habe ich mich ein bisschen drüber geärgert und dann habe ich aber glücklicherweise quasi das gleiche Buch nochmal, nur in anders heute dabei. Nämlich Fair Play von Tove Jansson. Das ist ein ganz tolles Buch. Tove Jansson ist vielen vielleicht ein Begriff, vor allem als Autorin der wunderbaren Mumin-Bücher, mit denen ganz viele Kinder und auch Erwachsene aufgewachsen oder weitergewachsen sind. Dieses Jahr war Finnland Gastland der Frankfurter Buchmesse und Tove Jansson wäre 100 geworden, was eine sehr glückliche Kombination ist, weil wir da ganz tolle neue deutschsprachige Tove Jansson-Veröffentlichungen haben und um die geht's, nämlich das und die Biografie, auf die ich gleich noch komme. Generell finde ich bei den Mumin-Büchern, das ist so die Sorte von Kinderbuch, die noch über die Kindheit hinaus so ein ganz heimeliges, tolles Gefühl so hinterlassen. Die für jedes Alter finde ich jetzt, also ich habe es ziemlich spät, also ich habe es sehr früh vorgelesen bekommen und erinnere mich dann nicht mehr dran und habe es jetzt relativ spät nochmal gelesen und fand es wahnsinnig klasse. Es ist so eine Mischung aus Abenteuer, aus Behütetsein, aus Witz, insbesondere so was Familiengeschichten angeht, wenn man dann liest, wie der Mumienvater da in seinem Zimmer sitzt und seine Memoiren verfasst, das ist ganz, ganz toll. Und über all dem so eine mütterliche Weisheit, die da immer so im Hintergrund ordnend und mit Rat zur Seite steht. Das ist, also auf jeden Fall, es gibt 13 Mumienbücher auf Deutsch und alle ganz toll. Ich habe es nicht alle gelesen, aber sind alle ganz toll. Was viele nicht wissen, sind die Erwachsenenbücher, die Tove Jansson geschrieben hat. Die wurden auch in Finnland und Schweden nicht so rezipiert oder erst ein bisschen verspätet. Und das Tollste vielleicht, auch was ich darüber gelesen habe, vielleicht das Tollste ist eben Fair Play, was jetzt dieses Jahr auf Deutsch erschienen ist. Es ist das autobiografischste Buch von ihr, kann man sagen, und handelt von den späten Jahren ihrer langjährigen Beziehung zu ihrer Lebensgefährtin, die ebenfalls Künstlerin war, eher bildende Künstlerin, und beschreibt auf eine ganz, ganz, ganz tolle Art so in kleinen Geschichten. Also es ist, ich habe es heute nicht so mit den geschlossenen Handlungen, auch so episodenweise über eben diese Beziehung, die da als Hintergrundgeschichte ist, das Reisen zusammen, das Nebeneinanderherarbeiten, den Beziehungsalltag, die vielleicht Eifersucht, die dann in manchen Dingen aufkommt, Fairness zueinander, Liebe, Unterstützung und trotz der ganzen Worte, die ich jetzt gesagt habe, ist es in keinem Moment kitschig, was ich echt toll finde. Und ich habe mich ein bisschen in diese Protagonisten verliebt und weil das so autobiografisch ist, ist es ja eigentlich Tove Jansson, die ich so toll finde und glücklicherweise gibt es jetzt dieses Jahr auch diese wunderschöne Biografie erstmalig auf Deutsch von, also über Tove Jansson. Es gab schon eine Jansson-Biografie, aber die hat mehr die Autorin und vor allem die Mumienschöpferin hervorgehoben und diese, ich zeige auch nochmal gleich ein paar Seiten, die, also wie wunderschön die von innen ist, legt auch einen besonderen Wert auf das Künstlerleben und auf den künstlerischen Stellenwert, den Tove Jansson im Schatten der Mumiens irgendwie hat. Sie ist eine sehr bekannte Illustratorin für Zeitschriften auch gewesen und war in Ausstellungen von ihren Bildern. Und vielleicht jeder, der mal ein Buch zur Hand hat, kann mal gucken nach der Seite. Moment. 44. Da ist es. Ich halte es auch mal kurz hoch. Also es sind viele Abbildungen, farbige Abbildungen ihrer Werke mit drin. Die Anfänge der Mumins kann man sehen auf Seite 184. Natürlich auch nachlesen, wie es dazu gekommen ist und wie die Rezeption sich entwickelt hat. Und also insgesamt auf jeden Fall, die Biografie kann ich nur allerwärmstens ans Herz legen und auch alles andere, was sie selbst geschrieben hat.